Moin und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Transfer Kicks auf diesem Kanal. Wertschätzung. Ich glaube, kein Wort auf dieser Welt bringt FC Bayern Bosse mehr auf die Palme wie dieses Wort. Was ich aus dem Wort Wertschätzung entnehme, ist einfach nur ein bisschen mehr Kies. Denn Gnabry spielt so gut wie jedes Mal, wenn er fit ist und will einfach das Gleiche oder annähernd so viel verdienen wie ein Sané oder ein Kingsley Coman, der auch gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Bayern will natürlich nicht den nächsten Spieler ablösefrei verlieren. Alaba und Süle haben ja gezeigt, dass es geht. Doch wer wären die Abnehmer? Es gibt drei große Vereine, die hinter Serge Gnabry her sind. Zwei kommen aus der Premier League, Liverpool und Arsenal. Bei Arsenal war er ja schon mal, war nicht so erfolgreich. Das will er vielleicht nochmal wiederholen, nochmal reparieren. Und Juventus Turin sollen sehr an ihm interessiert sein. Ablöseforderungen sollen zwischen 50 und 60 Millionen liegen. Wir sind gespannt. Nkunku zu den Bayern? Vielleicht sogar als Gnabry-Ersatz? Eher nicht. Eher als Tolisso-Ersatz. Seine Statistiken in dieser Saison sind einfach unglaublich. 27 Spiele, 15 Tore und 9 Vorlagen. Klar, dass da auch der FC Bayern genannt wird bei den Interessenten. Aber auch Leipzig will den Vertrag nochmal verlängern. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass Leipzig mal wieder den Vertrag verlängert. Ähnlich wie damals mit Upamecano. Doch eine festgeschriebene Ablösesumme in diesen Vertrag integriert, die dann Bayern in der nächsten Saison ziehen wird. Ach ja, das Klassiko. Für viele war es ein gutes Spiel, für viele war es aber auch ein schlechtes Spiel. Wenn man Real Madrid-Fan war, war es wohl eher ein beschissenes Spiel. 4:0 hat nämlich Real Madrid gegen Barcelona verloren. Und daraus hat man einfach gesehen, dass das Mittelfeld langsam verjüngert werden muss, die ganze Real-Mannschaft langsam etwas zu alt wirkt. Besonders der ältere Modric steht in der Kritik. Der Weltfußballer hat an diesem Abend nicht seine beste Leistung abgerufen und ist in dieser Saison auch nicht ganz so gut unterwegs, was bei seinem Alter auch ganz normal ist. Jude Bellingham soll ihn anscheinend im Sommer ersetzen für eine unglaubliche Ablösesumme von 75 Millionen Euro. Ob Dortmund den Deal zustimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, man trifft sich in der Mitte bei ca. 95 bis 100 Millionen. Oh Gott, endlich ist das Thema durch. Anscheinend ist es verkündet, Adeyemi wechselt für 35 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Ja, bei dem Spieler gab es jede Woche neue Meldungen und es war aber von Anbeginn klar, dass er ein Borusse wird. Atletico ist mal wieder auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Edmund Tapsoba soll derjenige werden von Bayer Leverkusen. Er soll eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro kosten und Atletico scheint nicht abgeneigt zu sein, diese auch zu bezahlen. Schlotterbeck-Brüder bald getrennt, wenn es nach München geht, dann ja. Nach dem Abgang von Niklas Süle braucht Bayern natürlich einen neuen Innenverteidiger und Nico Schlotterbeck erfüllt einfach jegliche Anforderungen. Er ist sicher in der Defensive, er ist deutscher Nationalspieler und er ist jung. Alles, worauf Bayern steht. Er soll nämlich den kriselnden Upamecano vielleicht weiterhelfen, vielleicht auch ersetzen, man weiß es nicht. Upamecano ist eher passstark, während Schlotterbeck eher so die Defensive verstärkt. Junuzovic zurück zu Werder Bremen. Lange Zeit hat er dort gekickt und ist jetzt auch nicht abgeneigt, wieder zu Werder Bremen zu wechseln. Besonders nicht, wenn sie in die erste Liga aufsteigen. Das Problem ist, Werder Bremen ist in dem abgeneigt, denn Junuzovic ist nicht mehr der Jüngste und passt nicht zu der Spielphilosophie vom Trainer. Er wäre auf jeden Fall ablösefrei zu holen und wäre meines Empfindens, wenn Werder Bremen in die erste Liga aufsteigt, ein Top-Neuzugang, der nicht nur für einen Fußballromantischer gut ist, sondern auch für einen Fußballkenner. Bremen muss jedoch sehr schnell sein und schnell handeln, denn Wolfsberger AC ist auch schon heiß auf diesen Spieler. Lewandowski zu Barcelona. Langsam fragt man sich echt, haben die überhaupt Schulden? Eigentlich ist Barcelona auch sehr interessiert an Haaland, aber falls Haaland sich gegen sie entscheiden sollte, und er wird es auch meiner Meinung nach, soll Lewandowski kommen und die Katalanen verstärken. Was spricht denn alles für einen Wechsel zu Barcelona? Eigentlich recht viel. Lewandowski wollte schon immer mal wieder wechseln.
war er mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden, aber jetzt ist es Barcelona, die gleiche Liga zumindest. Außerdem, er sucht eine neue Herausforderung. Er hat in München alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Er hat gegen jeden Club getroffen, er hat Gerd Müllers Rekord gebrochen und will natürlich nur noch eins, den Ballon d'Or gewinnen. Es ist eben einfach so, dass die spanische Liga etwas höher angesiedelt ist als die Bundesliga und dadurch auch die Chancen auf den Ballon d'Or gewinnen etwas höher stehen als auch in der Bundesliga. Siehe Messi, siehe Ronaldo. Gegen einen Wechsel spricht aber auch vieles, denn Lewandowski genießt es in München, der Topstar zu sein. Alles ist auf ihn aufgebaut. Er muss keinen Konkurrenzkampf mehr bestreiten. Außerdem die sichere Infrastruktur des Clubs ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Denn man weiß bei Barcelona nicht, so ähnlich wie jetzt auch in Chelsea, ob das Gehalt noch pünktlich überwiesen wird und, und. Diese Sorgen hast du in München einfach nicht. Da hast du ein sicheres, geregeltes Einkommen. Falls aber Lewandowski nicht seinen Vertrag verlängern möchte, wird im Sommer wahrscheinlich für 50 Millionen zu haben sein. Und falls Barcelona ihn wirklich verpflichten würde, würde die Formation einfach von Barcelona nächste Saison so aussehen. Es ist ein 4-2-2-2, das ich ausgewählt habe, weil Barcelona hat so viele offensive Spieler. Dembélé ist nicht mehr dabei, weil ich hundertprozentig davon ausgehe, dass er den Club verlassen lässt, weil diese Beziehung ist nicht mehr zu retten. Ich weiß, er hat gerade sehr gute Leistungen abgerufen, aber das reicht in meinen Augen nicht für einen neuen Vertrag. Kommen wir nun zur Rubrik Top Zukunftstransfers. Dortmund hat anscheinend Maurice Krattenmacher, 16 Jahre alt, aus Unteraching, aus der U17 verpflichtet. Seine Statistik ist einfach nur krank. 17 Spiele, 21 Tore, eine Vorlage und das nicht als Stürmer, sondern als offensiver Mittelfeldspieler. Fällig wird wohl eine sechsstellige Summe, denn er hat noch einen Vertrag bis 2023. Und wir haben sogar noch einen bestätigten Top-Transfer. Real Betis hat sich Luis Henrique geschnappt. Von Fluminense wechselt der schnelle Rechtsaußen für eine Summe von 13 Millionen Euro zu Real Betis. Dieser soll noch ein galaktisches Gehalt bekommen. Er bekommt gerade pro Jahr 120.000. Also das mal... Das war's mit der ersten Folge Transfer Kicks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.